Ihr geliebter Napoleon Bonaparte wird einst der mächtigste Mann Europas. Josephine, Männerschwarm und It-Girl ihrer Zeit, nur knapp der Guillotine entkommen. Der Kaiser kämpft gnadenlos für sein Weltreich. Doch seine Leidenschaft und Liebe gehören ihr. Josephine, Napoleons große Liebe. Jetzt in ZDF History. Es ist eine Blitzhochzeit am 9. März 1796. 7 Jahre nach Ausbruch der Französischen Revolution. Die schöne und elegante Adelige Josephine de Beauharnais heiratet Napoleon Bonaparte. Einen aufstrebenden, aber kaum bekannten Offizier. Napoleon Bonaparte war unsterblich in sie verliebt, belagerte Tag und Nacht ihr kleines Palais in der Rue Chantereine. 6 Jahre jünger ist er als seine Braut, lebt erst seit kurzem in Paris. Die Pariser sind ja immer so eigenartig, wenn ein Fremder kommt, der nicht richtig Französisch kann, dann ist er gleich schon ein halber Depp. Und Napoleon hat immer diesen korsischen Akzent gehabt, macht auch entsprechende Fehler. Das ungleiche Paar erregt Aufsehen. Die Dame von Welt. Charmant, elegant, beliebt. Und der kleinwüchsige, unscheinbare, ungelenke Militär. Die Gerüchteküche brodelt. Das war ja doch eine sehr verschwenderisch lebende Frau, die gerne für Kleider und Schmuck und andere Dinge ihr Geld ausgab. Sie war ja von kleinem Adel, hatte aber in der letzten Phase der Revolution beste Beziehungen zu den ersten Kreisen dieser Revolution. Und da spielten natürlich auch einige Leute eine Rolle, die von Adel waren. Und das hat ihn fasziniert. Warum die Eile? Was treibt sie an, die schöne Josephine de Beauharnais? Es ist eine Blitzhochzeit. Sie hat immer davon geträumt, einen ihr ergebenen Mann zu haben. Und das spürt sie bei ihm. Er ist total verliebt, bringt sie zum Lachen, schreibt wunderschöne Briefe. Sie zählen zu den schönsten der französischen Liebesliteratur. Guter Gott, wie sehr ich mich sehne, heute Nacht bei dir zu sein, schreibt der frisch vermählte Napoleon kurze Zeit später von der Front. Also sie war Gott froh, dass der Mann weg ist und sie konnte sich ihren Luxuseinkäufen widmen und so weiter. Und der vergnügte sich auf dem Schlachtfeld und verzehrte sich vor Leidenschaft nach ihr. Josephine bleibt in Paris und gibt sich dem hin, was sie am besten kann. Dem Luxus und der Liebe. Sie liebte den Luxus, das Vergnügen, war klug. Es war ihr in Martinique vorhergesagt worden, dass sie mehr als eine Königin werden würde. Auf der Karibikinsel Martinique wird sie am 23. Juni 1763 als Marie-Joseph Rose de Tachère de la Pajarie geboren. Erst der verliebte Napoleon wird sie Josephine nennen. Ihre Eltern von kleinem Adel besitzen eine Plantage auf der Antilleninsel. Josephines Kindheit ist nicht wie bei Scarlett O'Hara in Vom Winde verweht. Als sie 3 ist, müssen alle fliehen, weil die Plantage von einem Wirbelsturm verwüstet wird. Das Leben ist geprägt von brutaler Sklaverei. Josephine wird niemals nostalgisch auf ihre Heimat zurückblicken. Sie liebt die Farben, die Kleider, die Gebräuche. Aber über die Insel wird sie niemals sprechen, keine Sehnsucht nach ihr haben. Mit nur 16 Jahren kommt sie aus der kolonialen Provinz nach Frankreich. Sie ist einem Vicomte de Beauharnais versprochen. Eine Tante von Josephine hat die Ehe arrangiert. Für die Tachère ist das eine super Partie. Die Beauharnais sind eine reiche Familie. Ihr Vater willigt sofort in die Verbindung ein. Josephine freut sich, Paris und die adlige Gesellschaft kennenzulernen, von der ihr so vorgeschwärmt worden war. Sie ist froh, die abgelegene Insel zu verlassen, die sich ganz am Rande des französischen Herrschaftsgebietes befindet, um ins alte Frankreich zu kommen. Josephine erträumt sich vom jungen Vicomte Alexandre de Beauharnais ein Leben in Pracht und Luxus. Doch die Ehe mit dem Grafen ist eine Enttäuschung.
Boisnet war einer typischer Vertreter seiner Klasse. Das war ein Tunichtgut, das war ein Playboy, wie wir heute sagen würden. Er hat ja die Josephine gleich nach Strich und Faden betrogen, hat ihr zwar zwei Kinder gemacht, aber ansonsten hat er sich nicht weiter um sie gekümmert und hatte dauernd irgendwelche Freundinnen und Spusis. Das war aber sozusagen der adlige Normalfall. Er lässt seine junge Frau viel allein. 1881 wird ihr Sohn Eugène geboren. Bei der Geburt von Tochter Hortense zwei Jahre später ist Alexandre auf Reisen, amüsiert sich mit anderen Frauen, die ihm erzählen, auch Josephine sei untreu gewesen. Die junge Vicomtesse lebt im Pariser Palais ihrer Schwiegereltern. Alexandre verprasst das Geld. Aber hat sie wirklich andere Männer? Alexandre zumindest ist davon überzeugt. Als Alexandre nach Frankreich zurückkehrt, verstößt er Josephine. Sie muss das Haus verlassen, so wollen es die Gesetze der damaligen Zeit. Doch sie wehrt sich. So zeigt sich ihr wahrer Charakter. Sie nimmt sich einen Anwalt, kämpft gegen Alexandre, nutzt das Recht und schafft es zu beweisen, dass sie verleumdet wurde. Sie gewinnt den Prozess. Josephine bekommt jetzt Unterhalt für die beiden Kinder, darf ihren Titel behalten, lebt weiter im Pariser Palais. Sie nimmt sich vor, von nun an für sich selbst zu sorgen. Doch in dieser Zeit hat es eine geschiedene Frau schwer. Von der Gesellschaft ist sie ausgeschlossen. Am Hof in Versailles wird sie nicht empfangen. Ihr Aus ist nicht von Dauer. Ein Ereignis ändert alles. Ihr Leben, Frankreich, Europa, die Welt. Die Revolution. Es ist ein Orkan, der 1789 mit dem Sturm auf die Bastille über Frankreich hinwegfegt. Die Herrschaft der Feudalgesellschaft geht zu Ende. Die Monarchie ist dem Untergang geweiht. Die Revolutionäre hatten ja keine Blaupause, hatten keine Vorstellung, was wollen wir eigentlich erreichen. Sie fingen an, alle als Monarchisten. Dem König wollte man nicht den Kopf abschlagen, das hatte keiner vor. Davon träumte noch nicht mal ein Robespierre oder ein sonstiger von den blutrünstigen Gesellen, die dann kamen. Sondern das ergab sich dann erst aus der weiteren Entwicklung, weil der König ein solcher Hornochse war, der Ludwig XVI. Die Revolution ist ja zu einem ganz wesentlichen Teil von Leuten gemacht worden, die den oberen Schichten angehörten. Einer von ihnen ist Alexandre de Beauharnais, Josephines Ehemann. Er ist ein intelligenter Mann, dieser Frauenheld. Er hat sich schnell auf die neue Zeit eingestellt. In der Nacht des 4. August 1789 stimmt er für die Abschaffung der Vorrechte des Adels. Und Josephine profitiert von der neuen Rolle ihres Ehemannes, auch wenn er es nicht mehr ist. Josephine nutzt den Namen Beauharnais für ihre Zwecke. Josephine ist keine Politikerin mit einem Programm. Sie ist Netzwerkerin. Sie will Einfluss. Man kann sagen, sie lebt durch den Blick der anderen, ihren Einfluss auf andere. Und den versucht sie in alle Richtungen auszudehnen. Doch das Problem ist, dass die Revolution fortschreitet. In der Terrorherrschaft ist es nicht ratsam, in allen Zirkeln Verkehr zu haben. Das wird auch ihr zum Verhängnis. Es wird sie sogar ins Gefängnis bringen. Nach und nach setzen sich die radikalen Kräfte durch. Ludwig und Marie Antoinette sterben auf der Guillotine. Es sind die wohl blutigsten Monate im revolutionären Frankreich. 17.000 Menschen werden in 1,5 Jahren hingerichtet. Die Terrorherrschaft war ja so, dass alle an die Guillotine kamen, die man überhaupt, die sich wegen irgendetwas verdächtig machten. Unter anderem Beauharnais, der hockte auf seinem Landsitz und rührte sich nicht. Seine Verdienste um die Revolution gelten nichts mehr. Ihr Mann Alexandre wird aus belanglosen, vorgeschobenen Gründen verhaftet. Man will ein Exempel statuieren. Er wird sehr schnell nach Beginn der Terrorherrschaft festgenommen. Sie versucht, ihm zu helfen. Doch auch sie ist verdächtig. Man weiß, dass sie Royalisten als Freunde hat. Schließlich wird auch sie verhaftet, kommt in das gleiche Gefängnis. Alexandre wird bald darauf geköpft. Musik
Josephines Leben hängt Ende Juli 1794 am seidenen Faden. Eines Morgens gibt es einen Appell. Normalerweise das Zeichen, auf den Karren zu steigen, der zur Guillotine fährt. Als sie ihren Namen hört, fällt sie in Ohnmacht. Doch Gott sei Dank, an diesem Tag hieß der Aufruf, dass sie entlassen würde. Die Herrschaft des Terrors war vorbei, Robespierre gestürzt. Josephine hat Glück und kennt die richtigen Leute, die für ihre Freilassung sorgen. Fünf sogenannte Direktoren teilen sich nun die Macht in Paris. Die Zeit des Direktoires. Bälle und Feuerwerke treten an die Stelle von Gefängnissen und dem Schafott. Mittendrin Josephine. Das war eine Zeit nach der tugendhaften Sittsamkeit, die Robespierre ja geprägt hatte. War das sozusagen dann der Gegenschlag des Pendels? Da war dann Ausschweifung angesagt. Da wurde überall getanzt, gesoffen und je mehr Geld man hatte, desto üppiger waren natürlich die Feste. Josephine ist jetzt schon über 30. Sie ist schön, charmant, aufregend und wird zu dem, was man heute ein It-Girl nennt. Josephine liebte die Mode. Sie gehörte während des Direktoriums zu den Frauen, die man die Himmlischen nannte. Eine dieser leicht bekleideten Frauen, die gut bei Männern ankamen. Das war für sie umso wichtiger, da sie bereits relativ alt war und sie sich sehr gut zurechtmachen musste, um zu gefallen. Die Männer lieben Josephine. Und Josephine liebt und erhört die Männer. Militärs und Politiker werden ihre Freunde, haben Affären mit ihr. Josephine hat es wegen dieser Freundschaften geschafft. Sie ist eine sehr intelligente Frau und hat von den vielen Möglichkeiten profitiert, die es nach der Zeit des Terrors vor allem für schöne Frauen gab, die wussten, wie man mit Männern der Macht verkehrt. Ich denke da an Barras, einen der Direktoren. Paul de Barras gilt als der mächtigste Direktor im Fünferkollegium. Er hilft Josephine, das Vermögen ihres Mannes zurückzubekommen. Man hat lange Zeit geglaubt, Barras sei Josephines Geliebter gewesen. Sie sei durch ihn in die Gesellschaft zurückgekehrt. Immer diese Vorstellung, dass es ohne einen Mann nicht ginge. Höchstwahrscheinlich war Barras homosexuell. Viele Zeugenaussagen weisen darauf hin. In Wahrheit war es eine Freundschaft, eine Art Hofzirkel in den Kreisen der Macht, aber weiter ging es nicht. Doch die Pariser Gesellschaft hält die beiden für ein Paar. Man spricht über Josephine. Die Vicomtesse hat einen zweifelhaften Ruf. Sie gilt als Mätresse der Mächtigen. Sie ist ziemlich schnell in diese Zirkel der Macht vorgestoßen und hat an Einfluss gewonnen. Ihr Salon ist in. Und so wird sie auch in der Presse sehr schnell zu einer öffentlichen Figur. Sie muss viele politische Attacken aushalten, die zu diesem Zeitpunkt beginnen. Die himmlische Beauharnais und ihr Salon sind berühmt und berüchtigt. Die Angriffe zielten auf die Sitten. Das Regime sollte in Misskredit gebracht werden. Man erklärte diese Leute zu Lüstlingen, die sich treffen, um Orgien zu feiern. Josephine gilt als leichtes Mädchen. Sie hatte sich an die große Gesellschaft gewöhnt und wollte nicht in die Anonymität des niederen Adels von Martinique zurückfallen. Sie wollte unbedingt einen gewissen Status erhalten. Sie hatte dieses Bedürfnis nach Besitz, wollte sich mit schönen Dingen umgeben. Es war auch das Bedürfnis, sich eine Welt einzurichten, in der sie Schutz findet vor den Gefahren der politischen Umstände, die sie erlebt hatte. In Paris sind es politisch unruhige Zeiten. Linke Jakobiner begehren auf gegen das regierende Direktorium. Royalisten drängt es zurück an die Macht. Zur Sicherung ihrer Herrschaft setzen die Direktoren auf einen jungen Mann. Mit nur 24 Jahren war er General de Brigade geworden.
Ein Neuling in der Stadt. Napoleon Bonaparte. Da hat keiner, möchte ich vermuten, in Paris was anderes in ihm gesehen als einen befähigten Militär. Und als solchen wollte man ihn auch eigentlich nur nutzen. Man wollte ihn nicht als Politiker nutzen, sondern als einen fähigen Mann, der entschlossen zuschlägt, wenn man ihm den Auftrag gibt, zuzuschlagen. Im Oktober 1795. Napoleon ist gerade 26. Erhält er den Auftrag, einen Aufstand der Königstreuen niederzuschlagen. Nach dem Aufstand der Royalisten wurden alle Waffen in Paris konfisziert. Auch der Säbel von Alexandre de Beauharnais. Sein Sohn bittet Bonaparte, ihm diesen Säbel auszuhändigen. Und der gibt ihn zurück. Josephine kommt, um sich zu bedanken. Damit beginnt die Affäre dieses ungleichen Paares. Napoleon ist klein, unscheinbar, gesellschaftlich unerfahren. Josephine die Königin der Gesellschaft, die er sucht. Man hat lange behauptet, Josephine habe die Heirat gar nicht gewollt. Das stimmt nicht. Sie hat alles organisiert, den Notar ausgesucht, den Ehevertrag aufgesetzt. Sie war die treibende Kraft. Diese Frau weiß, was sie will. Ihr wird bewusst, dass sie nicht mehr ganz jung ist, dass sie zwei Kinder hat, dass sie in finanziellen Schwierigkeiten steckt. Sie weiß, sie braucht nicht nur einen Beschützer, sie braucht einen Ehemann. Völlig überraschend für ihr Umfeld heiraten die beiden im März 1796. Oui. Nur 5 Monate, nachdem Napoleon den Aufstand niedergeschlagen hat. Er will sie anders nennen als all die Männer zuvor und nennt sie Josephine. Warum die Eile, bleibt lange Zeit unklar. Dazu gibt es verschiedene Hypothesen. Zunächst sicherlich ihre wachsende Zuneigung. Und auch der Krieg führt zur Entscheidung, schnell heiraten zu wollen. Und dann ist da noch etwas. Sie glaubt, schwanger zu sein, spürt die Symptome. Vielleicht gibt es ein Baby, sagt sie. Daher müssten sie schnell heiraten, bevor er nach Italien in den Krieg zieht. Napoleon schreibt ihr vor der Trauung: Was also ist deine seltsame Macht, unvergleichliche Josephine? Oui. Ich weiß genau, wenn wir streiten, würde ich mein Herz, mein Gewissen verleugnen. Du hast sie verführt. Sie sind stets dein. Bonaparte ist unsterblich verliebt. Seine Liebesbriefe zeugen davon. Josephine dagegen sucht Sicherheit. Sie ahnt wohl auch, dass es der 6 Jahre jüngere General noch weit bringen wird. Bonapartes Familie weiß nichts von der Trauung. Napoleons Mutter, seine 4 Brüder und 3 Schwestern, seine ganze Familie ist finanziell abhängig von ihm. In seinem Windschatten erhoffen sie sich den gesellschaftlichen Aufstieg. Die Familie von Napoleon, das waren ja arme, soll ich sagen, Bauern. Ich meine, der Vater war Advokat, aber im Grunde genommen war das korsischer Kleinstadel, das war ein armer Schlucker. Er sagt es weder seiner Mutter noch seinem Bruder Joseph, stellt sie vor vollendete Tatsachen. Sie glauben, es sei Josephines Schuld und werden sie nie akzeptieren. Kurz vor der Hochzeit ist Napoleon Bonaparte zum Oberbefehlshaber für einen Feldzug gegen Österreich in Norditalien ernannt worden. Josephine bleibt in Paris. Sie ist nicht schwanger. Kann sie keine Kinder mehr bekommen? Oder ist er zeugungsunfähig? Da Napoleon noch kein Kind hatte, wussten sie lange Zeit nicht, wer von beiden unfruchtbar war. Nur 2 Tage nach der standesamtlichen Trauung muss Napoleon seiner geliebten Josephine Adieu sagen. In Norditalien warten die Österreicher auf ihn. Schon 1792 hatten die Habsburger dem revolutionären Frankreich erstmals den Krieg erklärt. Napoleon soll jetzt dem bedrängten Direktorium helfen. Es wird ein Triumph. Der Italienfeldzug war eine einzige Abfolge von Siegen mit einer unterlegenen Streitmacht, die in jeder Hinsicht unterlegen war, schlecht ausgerüstet, unbezahlt, zerlumpt, schlecht bewaffnet, hat er da dank seines strategischen und taktischen Ingeniums die Österreicher, mit denen er es da zu tun hatte, Norditalien gehörte ja zu Österreich, hat er die Österreicher da
wiederholt aufs Haupt geschlagen. Daheim in Paris führt Josephine ihr altes Leben anscheinend weiter. Schnell kommen Gerüchte auf. Von Männern, welche die frisch Vermählte empfange. Bis in Napoleons fernes Feldlager spricht es sich herum. Es wird behauptet, sie habe Affären in Paris gehabt, weil sie nicht gleich nach der Heirat mit nach Italien gegangen sei. Die Rede ist vor allem vom berühmt-berüchtigten Hippolyte Charles. Man hängt ihr alle möglichen Geschichten an. Der junge Offizier Hippolyte Charles wird in Josephines Begleitung gesehen. Napoleon ist sehr eifersüchtig. Er lässt Josephine überwachen, ihre Briefe öffnen, lässt sie verfolgen. Napoleon schreibt ihr: Wenn ich nur könnte, ich würde dich ins Gefängnis werfen, in mein Herz und dich darin einsperren. Für immer. Beinahe täglich bekommt sie flehende Briefe. Kein Brief von dir. Wie mich das beunruhigt. Ich erwarte täglich einen Kurier mit Nachrichten. Das Glück meines Lebens ist bei dir, geliebte Josephine. Bonaparte. Josephines Antworten sind nicht erhalten. Sie schreibt wohl, sie müsse sich erholen. Sie hoffe doch auf eine Schwangerschaft. Sie bleibt lange in Paris. Zu lang für Napoleon. Von einer Sache bin ich persönlich überzeugt. Sie war keine Idiotin. Sie hätte ihre Ehe mit Bonaparte nicht durch einen blöden Seitensprung aufs Spiel gesetzt. Zumindest ihren Napoleon kann Josephine doch noch von ihrer Unschuld überzeugen. Doch die Beziehung hat sich verändert. Napoleon war zunächst fast unterwürfig, nun dominiert er. Er ist nun der Chef und wird zu der Person, die wir kennen. Der General, der einen Sieg nach dem anderen erringt, der Politiker, der bestimmt und schließlich der Diplomat. Er wird zu dem Napoleon. 13 Monate dauert der Feldzug in Italien. Noch immer keine 30 Jahre alt, kehrt Napoleon als reicher Mann zurück. Durch diese Siege konnte Napoleon den eroberten Landstrichen Kontributionen auferlegen, die Geld in die Kassen nach Paris schwemmten. Das war natürlich nicht nur Geld, sondern er hat sich auch regelrecht ausgeplündert. Josephine hat jetzt einen neuen Traum. Ein eigenes Schloss muss her. Das Schloss Malmaison ist Josephine durch und durch. Es war Liebe auf den ersten Blick. Josephine entdeckt Malmaison im Jahr 1799. Sie will es unbedingt haben, auch wenn es teuer ist. Aber Josephine ist so verliebt. Es ist Liebe auf den ersten Blick. Also geben sie ein Angebot ab. Dann bricht Bonaparte nach Ägypten auf und lässt Josephine allein die Verhandlungen führen, gibt ihr aber ein finanzielles Limit. Josephine kauft Malmaison und beginnt, Geld auszugeben. Viel Geld. In den kommenden 15 Jahren wird sie viele Millionen Francs in ihr Schloss investieren. Für Möbel, Bilder, Lampen, kostbare Vasen. Geld spielt keine Rolle. Napoleon war oft wütend und drohte, alle Lieferanten wegzujagen, weil sie so hohe Schulden hatte. Bis zu ihrem Tod wird Napoleon Josephine in seinen Briefen ermahnen, nicht immer so viel auszugeben. In diesen Anfangsjahren ihrer Ehe versucht sie allerdings noch anderweitig an das dringend benötigte Geld zu kommen. In der Tat war sie sehr ungeschickt. In Abwesenheit ihres Mannes verkehrte sie mit merkwürdigen Leuten, mit Geschäftemachern, mit Spekulanten. Napoleon kämpft in Ägypten, braucht dauernd neue Waffen. Diesen Nachschub lassen sich Spekulanten teuer bezahlen. Josephine vermittelt den Kontakt für einen Anteil. Napoleon erfährt davon, hört von neuen Amouren. Seinem Bruder Joseph schreibt er: Alle Gefühle sind verdorrt. Der Ruhm schmeckt fade. Ich möchte nur noch allein sein.
Zu diesem Zeitpunkt glaubte Bonaparte den Gerüchten, Josephine habe ihn betrogen. Er war ja auf dem Feldzug in Ägypten. Dahinter steckte auch viel Böswilligkeit, denn die Gerüchte nutzten ja den Gegnern Josephines aus der Familie Bonapartes. Und sie nutzten auch den Gegnern von General Bonaparte, denn sie wussten, dass eine solche Information ihn destabilisieren würde. Überraschend kehrt Napoleon nach Paris zurück. Auch Josephine hat von den Vorwürfen gegen sie schon gehört. In der späteren Rue de la Victoire hatten sie ein Haus und da verschanzte er sich drin. Und sie kam dann und merkte, die Tür ist verschlossen und dann stand sie da einen ganzen Tag und eine halbe Nacht vor der verschlossenen Tür mit ihren zwei Kindern aus der ersten Ehe und stimmte laute Jammergesänge und Klagen an, bis sich der Napoleon erweichen ließ und sie ins Haus zog. Und dann lagen die beiden am nächsten Tag zusammen friedlich vereint im Bett, als der Joseph erschien und dachte, nun kann ich sehen, wie die Sache geplatzt ist, wie der Bonaparte die Josephine zum Teufel gejagt hat. Da lagen die da friedlich vereint im Bett und dann sah er, das ist also gründlich schiefgegangen. Ich liebe dich wie am ersten Tag, wird er ihr später schreiben. Napoleon braucht Josephine, denn längst will er mehr sein als nur General. Seine Frau war natürlich da eine große Hilfe wegen ihrer gesellschaftlichen Beziehungen. Denn Napoleon war zwar General, aber immer noch ein korsischer Tölpel. Und die kannte die Leute, mit denen sie ihn dann in Verbindung brachte. Die hatte die Art zu verkehren, die wusste, wie man es anstellt. Die gab ihm einen Schliff, den er noch nicht hatte. Ende 1799 greift er mit einem Staatsstreich erfolgreich nach der Macht in Frankreich. Der hat dann diese Regierungsform, die dann da war, das Direktorium, weggeputscht, hat die abgeschafft, die Direktoren, hat sich selbst als ersten Konsul eingesetzt, also als Diktator eingesetzt. Und der Rest ist dann die napoleonische Geschichte. Nur 3,5 Jahre nach der Hochzeit ist der kleine korsische General ganz oben. Josephine ist nun First Lady. Es gibt ein Problem, fehlende Nachkommen. Und man ist ziemlich sicher, dass es keine geben wird. Wie soll man ohne Erben eine Dynastie schaffen? Man muss über andere Lösungen nachdenken. Wieder gibt es Intrigen des Bonaparte-Clans, der fordert, sich von einer Herrscherin, die keine Kinder bekommen könne, scheiden zu lassen. Napoleon macht das wütend, er will das nicht hören. Pillen, Tinkturen, Säfte, Kuren. Nichts fruchtet. Den ersehnten Sohn kann Josephine Napoleon nicht schenken. Sie sucht nach einer Lösung und überredet ihre Tochter Hortense, den Bruder von Bonaparte, Louis, zu heiraten. Sie und Bonaparte hoffen auf Kinder von diesem Paar, auf einen Sohn, den Bonaparte adoptieren könnte. Josephines Tochter Hortense und Louis Bonaparte gehorchen widerwillig und heiraten 1802. Sie bekommen 3 Söhne. Die Erben einer Dynastie, so hofft Josephine. Denn Napoleon will nun Kaiser werden. Er denkt an eine große Zeremonie in Notre-Dame am 2. Dezember 1804, um sein Regime zu legitimieren. Napoleon bestimmt alles. Er befiehlt sogar dem Papst, nach Paris zu kommen. Und Josephine? Die Bonapartes versuchen alles, sie als zukünftige Kaiserin zu verhindern. Sie sei mit 41 Jahren einfach zu alt. Josephine wäre fast nicht gekrönt worden. Kurz zuvor hatte Napoleon noch mal an Scheidung gedacht. Seine Brüder und Schwestern jubelten schon. Napoleon zweifelt nur kurz. Er schreibt: Es gibt nichts, was so wäre wie meine Liebe zur kleinen Josephine. Josephines Einfluss scheint ungebrochen. Er selbst krönt seine Josephine in Notre-Dame zur Kaiserin der Franzosen.
Napoleon steht zu seiner Liebe und stellt sich gegen seine eigene Familie. Schlimmer noch, er befiehlt seinen Schwestern beim Einzug in Notre Dame die Schleppe zu tragen. Und das ist für die Schwestern, die sie noch mehr hassen als die Brüder, eine echte Demütigung. Was für eine Karriere. Nur knapp der Guillotine entronnen. Eine gescheiterte Ehe. Und mit 41 Kaiserin von Frankreich. Und wirklich, der 2. Dezember 1804 ist der Tag des Ruhmes für Josephine. Sie ist ganz oben. Es wird berichtet, dass sie an diesem Tag strahlte. Es war wohl der glücklichste Tag ihres Lebens. In Paris, nicht in der alten Krönungsstadt Reims, setzt Napoleon Josephine die Krone aufs Haupt. Es ist ihre Stadt, von der sie schon als Kind geträumt hat und die sie immer lieben wird. Chaumet ist einer der exklusivsten Juweliere der Welt. Hier kaufte schon die Kaiserin. Und hier hat man ihr noch heute eine Kollektion gewidmet. Josephine ist eine durch und durch französische Persönlichkeit. Sie ist der Inbegriff der Pariserin auf dem höchsten Niveau. Eine Modeikone, ein Fashion-Victim, Vorbild und Inspirationsquelle. Diese Frau hat die Kunst bereichert und sie hat die große Handwerkskunst wieder zum Leben erweckt. Sie hat ein ganzes Jahrhundert geprägt. Napoleon wollte, dass sein Hof so schillernd wie möglich ist, dass Marschälle und Minister den Lebensstil haben, der ihrer würdig ist. Aber die beste Kundin der Couturiers und Juweliere bleibt doch die Kaiserin. Sie macht diese Leute reich, gibt in den Jahren ihrer Regentschaft 3,2 Millionen Francs für Juwelen aus. Bald besitzt sie mehr als 900 Kleider und 500 Spitzenhemden. Viele Historiker sind sich einig. Sie liebte nicht so sehr den Besitz, es ging ihr darum, zu kaufen. Josephine liebt es, etwas Neues anzuschaffen. Sie erneuert ihre Garderobe ständig. Sogar der Kaiser, dem Luxus nicht abgeneigt, ärgert sich über Josephines Kaufrausch. Doch die Rechnungen zahlt er brav weiter. Zunächst mal sollten wir eines nicht vergessen. Napoleon war ein Haustyrann. Es war nicht immer leicht, die Frau von Napoleon Bonaparte zu sein. Sicher nicht. Aber sie hat das alles akzeptiert. Es ging um das Projekt, darum, dem Kaiser zu dienen. Nicht für das, was er repräsentierte, sondern für das, wovon sie tief innerlich wusste, dass er es war. Napoleon ist ein militärisches Genie. Er schreitet von Sieg zu Sieg. Regiert nun über fast ganz Europa. Seiner Frau schreibt er 1805: Die Schlacht von Austerlitz war die schönste von allen Schlachten. Ich wünschte, ich könnte dich in mein Herz schließen. Napoleon kümmert sich ums Land, führt dauernd Krieg. Am Hof ist er immer nur ein paar Stunden. Sie macht den Vollzeitjob, sie ist der Souverän. Napoleon führt Krieg. Josephine will im Mittelpunkt stehen. Es geht ihr um Pracht, nicht um Macht. Da hat sie sich völlig rausgehalten. Also politisch, er hat ihm nicht gesagt, du musst noch die Schlacht schlagen oder jene oder das oder jenes oder den freilassen oder den verhaften. Das hat sie nicht gemacht. Josephines Macht erwächst aus seiner Liebe zu ihr. Napoleon ließ sich von niemandem sagen, was er zu tun hat. Nur sie konnte auf Augenhöhe mit ihm sprechen. Sie schaffte es, Situationen zu entspannen.
Man wusste am Hof von ihrem Einfluss, ihrer Macht, wendete sich an sie, vertraute sich ihr an. Die Leute versuchten ihr zu sagen, was er machen solle. Man wusste, sie war die einzige Person, die etwas ausrichten konnte. Die einzige in Napoleons Leben, die dazu in der Lage war. 1807 erreicht Napoleon den Zenit seiner Macht. In Tilsit schreibt er an Josephine: Wenn du diese Zeilen liest, ist der Friede mit Preußen und Russland geschlossen. Doch das häufige Getrenntsein belastet die Ehe. Das Leben von Kaiserin Josephine ist kein Zuckerschlecken. Napoleon und Josephine sehen sich nicht viel. Er hat seine Gemächer, sie ihre. Napoleon hat Affären. Sie weiß davon, leidet darunter. Gleichzeitig kommt es wegen der Kinderlosigkeit zu politischen Angriffen. Und 1807 stirbt auch noch der erste Sohn von Hortense und Louis. Ihre Hoffnung auf eine Dynastie löst sich allmählich auf. Eine der vielen Mätressen Napoleons ist die polnische Gräfin Maria Walewska. Als Maria Walewska im Jahr 1809 vom Kaiser ein Kind bekommt, ist klar, er ist nicht unfruchtbar. Er weiß, seine politischen Interessen machen einen direkten Erben notwendig. Ein Kind von ihm, kein adoptiertes. Napoleon verkündet öffentlich: Gott weiß, dass mir diese Entscheidung schwer gefallen ist. Ich habe nur den Mut dazu gefunden, weil ich überzeugt bin, dass sie den besten Interessen Frankreichs dient. Er liebt Josephine noch immer. Dennoch will er die Scheidung. Napoleon hat eine Schwäche. Er kann eine geliebte, schwache Person nicht angreifen. Vor allem, wenn sie in Tränen ausbricht, ihn auf Knien bittet. Dann traut er sich nicht. Und Josephine ist eine Kämpfernatur, die ihren Platz nicht aufgeben will. Doch der Kampf um ihre Ehe ist aussichtslos. Napoleon lässt sich nicht beirren. Er entscheidet sich für die Gründung einer eigenen Dynastie und gegen seine große Liebe. Im Dezember 1809 muss Josephine die Scheidungspapiere unterschreiben. Sie muss sich keinerlei materielle Sorgen machen. Ihre Situation und ihre Position sind gesichert. Aber ihr Lebensinhalt ist weg und sie fällt in eine tiefe Depression. Und Napoleon seinerseits hat seine Vertraute verloren. 3 Monate nach dieser Scheidung heiratet Napoleon die Habsburger Prinzessin Marie-Louise. Sie wird ihm den ersehnten Sohn schenken. Josephine zieht sich in ihr geliebtes Malmaison zurück. Marie-Louise wird sie niemals treffen. Doch der Kontakt zu Napoleon reißt nicht ab. Er schreibt ihr: Zweifle nie an der Aufrichtigkeit meiner Empfindungen für dich. Sie werden so lange dauern, als ich lebe. Napoleon besucht Josephine ohne Marie-Louise. Ihre Beziehung ist gut, sie streiten nicht, der Ton bleibt zärtlich. Doch sie ist im Abseits, was sie nur schwer ertragen kann. Sie darf nach Mailand, überall hinreisen, nur nicht nach Paris, ihre Stadt, von der sie immer geträumt hatte. Und noch etwas belastet sie sehr. Napoleon hat sein Kriegsglück verlassen. Der Russlandfeldzug im Jahr 1812 endet in einer militärischen Katastrophe. Die Grande Armee scheint zerschlagen. Etwa ab 1809, 1810 beginnt der Stern von Napoleon zu verblassen und verglüht endlich. Der Russlandfeldzug beunruhigt sie sehr. Und dann Deutschland. Bis dahin hatte Napoleon alle Welt beeindruckt und jede Schlacht gewonnen. Und jetzt diese Schwierigkeiten in Spanien, in Russland und in Deutschland. Auf Napoleons Niederlage in der Völkerschlacht bei Leipzig im Oktober 1813
folgt im April 1814 die Verbannung nach Elba. Wie jeder gute Korse war Napoleon auch wahnsinnig abergläubisch. Nicht? Und er glaubte an seinen guten Stern, den er einmal in Malmaison, bevor er Kaiser war, in Malmaison, hat er den durch die Äste eines Baumes sah, seinen Stern leuchten. Und mit Josephine ist mein Stern, mein guter Stern, der auf mich beschienen ist, von mir gegangen. Bis zuletzt schreibt Napoleon liebevolle Briefe an seine Josephine. Erkundigt sich nach ihrer Gesundheit. Ermahnt sie, nicht zu verzagen, an die Zukunft zu glauben. Faszinierend ist an Josephines Geschichte, sie steht nach jedem Scheitern wieder auf. Das hat sie oft gemacht. Und so auch am Ende des Lebens, beim Zerfall des Kaiserreichs, als der Zar nach Paris kommt. Die Gewinner des Krieges machen der ehemaligen Kaiserin ihre Aufwartung in Malmaison. Josephine muss sich nicht wirklich Sorgen machen. Eine Apanage der Sieger erlaubt es ihr, ihren Lebensstil aufrechtzuerhalten. Auch ihre Kinder sind versorgt. Napoleons Liebe empfängt nun andere royale Gäste. Der Zar war ein galanter Mann und sie empfing nicht nur den Zar, sie empfing auch den preußischen König. Der Ruf ihrer Schönheit war ja bis nach Petersburg oder Berlin gedrungen. Und die wollten natürlich sich dieses Wunderwesen gerne mal anschauen. Es war eine Attraktion. Das neue Leben währt nicht lang. Am 29. Mai 1814 stirbt Josephine mit 51. Sie hat sich ganz standesgemäß bei einem Fest für Zar Alexander erkältet. Napoleon erfährt in seinem Exil auf Elba von ihrem Tod. Er hört erst spät davon. Für ihn ist es wohl der größte Kummer seines Lebens. Er leidet bis zu seinem Ende unter ihrer Abwesenheit. Denn man muss es immer wieder sagen, ihre Verbundenheit war auch ein Grund für ihr außergewöhnliches Schicksal. Sie haben sich zusammen aufgemacht und irgendwie sind sie auch zusammen von der Bühne abgetreten. Doch auch nach ihrem Tod bleibt sie präsent. Ihr Enkel wird als Napoleon III. Kaiser von Frankreich. Und die nach ihr benannte Enkelin Josephine wird Königin von Schweden. Eine andere Enkelin ist Kaiserin von Brasilien. Josephines Name findet sich heute im Stammbaum fast aller europäischen Königshäuser. Das Mädchen aus Martinique hätte das geliebt.